Wie jetzt? Wie morgen? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Ja, die Sommerpause ist vorbei und damit sind Stefan Walli und ich, Carmen Bayer, wieder im Büro in der Strubergasse in Salzburg in der Robert-Jung-Bibliothek, wo wir den Podcast Wie jetzt, wie morgen aufnehmen. Lieber Stefan, schön, dass du auch wieder da bist. Ich freue mich richtig, dass es wieder weitergeht. Freue mich auch, dass es hier weitergeht und dass die Fußballsaison begonnen hat. Die Sommerpause ist leider ein großes Problem für Menschen, die auch gerne ins Stadion gehen. Irgendwann, wenn ich noch 10, 20 Jahre hierherin arbeite, dann verstehe ich auch das mit dem Fußball jetzt halt noch nicht. Aber gut, schauen wir, was uns heute so beschäftigen wird. Nämlich ziemlich coole Themen, wie ich finde, gerade jetzt, wenn es so unerträglich heiß ist. Und ja, ich gehöre zu den Menschen, die täglich über die Hitze schimpfen müssen. Wir schauen uns heute an, was hat Stadtplanung eigentlich mit unserer Gesundheit zu tun? Dazu durfte ich mit zwei Expertinnen sprechen. Zum einen mit Johannes Rohrack. Er ist Stadtklimatologe der Stadt Linz. Und zum anderen mit Ilonka Horvath. Sie ist Senior Health Expertin bei der Gesundheit Österreich. Du hast erzählt, dass das ganz besonders spannende Menschen waren, mit denen du da sprechen hast können, die wirklich Praxis und auch allgemeines Wissen unter einen Hut gebracht haben. Genau, also beide sind wahnsinnig engagiert. Johannes Rohrack hatte beispielsweise auch im Standard eine Kolumne, also da findet man sehr viele Texte. Ilonka Horvath befasst sich schon sehr, sehr lange mit diesem Themenbereich Gesundheit und jetzt eben auch mit der Klimakrise. Und was bei Frau Horvath auch noch sehr wichtig für mich war, war eben immer auch diese soziale Komponente, die sie mitdenkt. Also eben Gesundheit und Soziales, also sozioökonomischer Status, das hängt eng zusammen. Und da sind wir auch schon bei der Stadtplanung, denn wo wir Menschen leben, hängt halt auch oft an unseren Geldbörserl. Aber ich will nicht gleich ins Thema einsteigen, sondern erst noch berichten, was es heute sonst noch zu hören gibt. Wir sprechen nämlich über ein sehr cooles Buch, nicht mehr ganz neu, aber umso dringender zu empfehlen, umso empfehlenswerter. Das Buch Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt von Katja Diehl. Katja Diehl ist eine Expertin in dem Bereich, war auch lange in der Automobil- und Logistikbranche tätig, bis sie sich dann entschlossen hat, Beraterin und Aktivistin zu werden, damit die Verkehrswende auch gelingt. So viel zu unserem Plan, aber lass uns jetzt doch mal ins Gespräch reinhören. Liebe Ilonka Horvath, du bist Senior Health Expertin bei der Gesundheit Österreich. Schön, dass du heute hier bei uns bist. Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gern. Du befasst dich ja schon sehr lange mit dem Thema Gesundheit und zunehmend auch natürlich mit dem Wechselspiel der Gesundheit und Klimakrise. Aber in diesem Kontext, was definiert denn eigentlich Gesundheit? Reicht es einfach nur nicht krank zu sein? Also aus Gesundheitsperspektive ist es oder aus Public Health Perspektive ist es sehr wichtig, Gesundheit auch in einem umfassenden Sinne zu sehen. Ja, wir gehen da sehr oft auf die WHO-Definition zurück, wo es darum geht, Gesundheit eben nicht als Abwesenheit von Krankheit zu sehen, sondern letztendlich ist es ein Zustand eines Wohlbefindens, der sozusagen ein körperliches Wohlbefinden ist, ein geistiges, also ein mentales Wohlbefinden, aber ein soziales Wohlbefinden und all das gemeinsam soll Gesundheit ausmachen. Ja. Der andere wichtige Punkt in dem Zusammenhang, wenn man auf Gesundheit blickt oder auch sozusagen Gesundheit versucht umfassend zu verstehen, ist, dass es ist die Frage, was beeinflusst eigentlich unsere Gesundheit und welche Faktoren wirken auf unsere Gesundheit. Und auf einer Policy-Ebene kann man sagen, also da reden wir immer von den Gesundheitsdeterminanten, ja, also was beeinflusst Gesundheit, und auf einer Policy-Ebene sieht man, dass eigentlich 80% von politischen Entscheidungen, die fallen, außerhalb des klassischen Gesundheitssektors liegen, ja. Also auch in anderen Politikbereichen. Und umgekehrt jetzt gesprochen, das sind Faktoren wie zum Beispiel, wo wohne ich, ja? Also zum Beispiel wohne ich am Land, habe ich viel Grünraum um mich herum, oder wohne ich in einer Stadt, habe ich eine stark befahrene Straße vor meinem Fenster, beeinflusst Gesundheit. Genauso wie, also sozusagen unabhängig nur von dem Erbgut und von dem Geschlecht oder Gender,
das mich als Person ausmacht, sind sozusagen äußerliche Faktoren. Aber da gehört zum Beispiel auch dazu, welches Bildungssystem haben wir, ja? Oder an welchem Bildungssystem kann ich teilhaben? Also auch wie ist mein sozioökonomischer Status in der Familie, in der ich lebe? Wie viel kann man sich leisten? Ja, das sind alles Faktoren, die sich ganz stark auf Gesundheit auswirken. Und ich finde, das muss man auch, wenn man Gesundheit denkt, muss man das einfach sehr stark in den Blickpunkt legen. Das heißt, der dritte Punkt, der mir wichtig ist, hier zu betonen, das heißt auch oder das führt auch dazu, dass Gesundheit ungleich verteilt ist in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur innerhalb von Altersgruppen unterschiedliche Krankheitsbilder oder Prävalenzen, wie wir sagen, ja, sondern wir haben letztendlich auch zwischen Bevölkerungsgruppen Unterschiede, ja, und die sind eben sozioökonomischer Natur, ja, sozioökonomische Faktoren machen einfach einen Unterschied auch aus, wie gesund man ist beispielsweise, ja. Und wenn man das jetzt nochmal sozusagen unter den Blickwinkel des Klimawandels stellt, ja, wo man sagt, wir wissen oder wo dass sozusagen der Klimawandel eine massive Auswirkung auf die menschliche Gesundheit hat. Lancet, das ist ein sehr renommiertes medizinisches Fachjournal, hat, glaube ich, 2009 war das, sozusagen gesagt, dass der Klimawandel eines der größten Bedrohungen der menschlichen Gesundheit ist, ja. Hat dann aber auch einige Jahre später ergänzt, dass es natürlich auch eine Riesenchance ist, ja. Sozusagen, je nachdem, wie wir dem Klimawandel und diesen Entwicklungen begegnen und was wir daraus machen, birgt natürlich auch eine Möglichkeit, die im Sinne einer Resilienz und auch eines Mehrwerts und einer Synergie und einer positiven Entwicklung auch viel Potenzial hat. Ja. Ja, du hast es schon angesprochen, die Klimakrise ist auch ein Thema der Ungleichheit. Und das wissen wir ja schon länger, dass eben die Verursacherinnen meist einen höheren Wohlstand haben, während diejenigen, die eben ein geringeres Vermögen haben, oft unter den Folgen stärker leiden. Und da wären wir jetzt auch schon wieder, wie sieht denn diese besondere Vulnerabilität aus? Wie drücken sich denn diese Krankheitsbilder aufgrund der Klimakrise aus? Also auch hier sei gesagt, dass letztendlich, und das sieht man in der Literatur ganz stark, dass die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit auch weiterhin sozusagen, auch hier besteht eine Ungleichheit und im Endeffekt sind jene Personen, die schon Vorbelastungen haben, sind eigentlich ungleich höher belastet. Ja, also sie tragen eigentlich eine größere Last hinsichtlich der gesundheitlichen Auswirkungen. Das bezieht sich auf gewisse Altersgruppen, ja. Das bezieht sich auf Vorerkrankungen wie nicht übertragbare Erkrankungen, wenn man Herz-Kreislauf-Beschwerden hat oder Diabetes hat, etc. Ja. Das besteht natürlich, das bezieht sich auch auf sozusagen wiederum diese sozioökonomischen Faktoren, wie viel Anpassungskapazität habe ich, ja, habe ich die Möglichkeit, mir mit meinem Wohnraum eine Außenbeschattung zu finanzieren, ja, oder habe ich mein Sommerhäuschen am Bach jetzt optimalerweise, wo ich mich zurückziehen kann in den heißen Monaten, oder habe ich das eben nicht, ja. Und im Endeffekt denke ich mir, oder wir können davon ausgehen, dass der Klimawandel und die gesundheitlichen Auswirkungen letztendlich schon bestehende Ungleichheiten in unserer Gesellschaft nochmal verstärken werden, ja. Und das ist sozialer Natur, gesundheitlicher Natur. Und das sollten wir einfach ganz stark im Blick haben, wenn wir dem Klimawandel auch begegnen wollen, ja. Und auch in den Maßnahmensetzungen hinsichtlich Klimawandelanpassung, ja. Und da sind wir auch schon bei dem nächsten Punkt, Klimawandelanpassung. Städte können, oder insbesondere Städte können sich ja auch anpassen an diese zunehmende Hitze. Da ist zum einen die Frage, was können denn Städte tun? Und du hast auch das Schlagwort gerechte Klimawandelanpassung oder gerechte Stadtplanung eigentlich schon gebracht. Wie sieht denn so etwas aus? Also ich glaube, wir müssen verschiedene Prinzipien auch in den Blickpunkt richten. Das eine ist, ich glaube, es ist allen Konzepten, die sich mit Stadtplanung, mit Klimawandel, Stadtplanung, resilienten
Städten, gesundheitsförderlichen Städten befassen, ist inhärent. Es geht um sozusagen Grundsätze wie Partizipation, ja, und Teilhabe, dass Menschen, die in der Stadt wohnen, auch mitgestalten und mitentscheiden können. Es geht um den Grundsatz der Teilhabe im Sinne von, dass man sich auch sozusagen, dass man auch im Sinne einer sozialen Teilhabe und auch im Sinne einer, also auch Erreichbarkeit, dass ich Zugang habe zu den Serviceeinrichtungen, ja, dass das einfach mit berücksichtigt werden muss, weil das ist nicht sozusagen auch nicht immer gleich verteilt, ja. Und es geht auch darum, dass man natürlich eine Verhältnisorientierung, also man muss sozusagen Lebensräume so gestalten, dass sie lebenswert sind, ja. Und gleichzeitig muss man natürlich auch Maßnahmen setzen, die einer Verhaltensorientierung gelten, im Sinne von, dass man Leute auch befähigt und auch Kompetenzen vermittelt, sich in diesen zu bewegen. Wenn wir jetzt in der Stadtplanung sind, es hilft nicht, wenn man einen Radweg baut, wenn die Leute keine Fahrräder haben oder auch nicht Fahrrad fahren können. Ja, diese Sachen, die sind in einer Wechselwirkung und die bedingen sich, ja. Also was ich, wenn man sozusagen diese verschiedenen Konzepte anschaut, wenn es darum geht, um eine gerechte Stadt, um eine nachhaltige Stadt, um eine klimaresiliente Stadt und eine gesundheitsförderliche Stadt, dann sind die großen Hebel eigentlich die, dass man sagt, wie ist öffentlicher Raum gestaltet, mhm, ja, und zwar über die Stadtfläche hinweg, ja, und das muss sozusagen auch da, muss man schauen, wer wohnt wo, wer wohnt in welchen Stadtteilen und wenn man sozusagen diesen Gerechtigkeitsfokus im Blick hat, wie das sozusagen auch die Qualität des Wohnens, des öffentlichen Raums, auch dort, wo Menschen wohnen, die irgendwie vielleicht nicht so wohlhabend sind, dass da auch die Qualität des öffentlichen Raums, ja, gestaltet ist. Wir brauchen Grünraum, wir brauchen Zugang zu Grünraum, ja, wir brauchen sozusagen diese Blauräume, also Zugang zu Wasser, so, weil das einfach auch kühlt, mhm, ja. Es geht viel um aktive Mobilität, ja, also sozusagen aktive Mobilität fördert letztendlich auch eine soziale Teilhabe, ja, also dass sozusagen, dass man sich im urbanen Gebiet nicht nur mit dem Auto bewegen muss und kann, sondern dass es auch das zu Fuß gehen und das Fahrrad fahren, weil es nicht nur, weil es gesund ist, es ermöglicht auch Menschen, die sich kein Auto leisten, leicht von A nach B zu kommen, ja. Also das sind so Grundprinzipien, die ich eigentlich über sämtliche Konzepte sehe. Und wenn man die berücksichtigt, ja, also wenn man sozusagen aktive Mobilität umsetzt, wenn man sozusagen öffentlichen Raum so gestaltet, dass er grün ist, dass er Raum gibt, auch Straße als Aufenthaltsraum letztendlich, mhm, zu verstehen, ja, dann gewinnen wir sehr viel in den Städten, ja, und ich glaube, wir gewinnen alle davon, ja, und dieser Gewinn, der ist im Kontext von Wohnqualität, ja, das ist ein Gewinn für Aufenthaltsqualität, das ist ein Gewinn für soziale Teilhabe, und wenn man jetzt die Gesundheitsdeterminanten nochmal in den Blick nimmt, dann ist es letztendlich ein großer Gewinn für unsere Gesundheit. Vielen lieben Dank für diesen Exkurs. Wir schauen gleich mit unseren nächsten Experten euch näher ins Thema Stadtplanung. Und damit darf ich mich dabei bedanken. Dankeschön, danke. Ja, danke. So, und wir haben die Plätze getauscht und ich freue mich sehr, jetzt Johannes Horak bei mir begrüßen zu dürfen. Johannes, du bist der Stadtklimatologe der Stadt Linz. Schön, dass du heute hier bei uns bist. Danke für die Einladung und dass ich da sein kann. Fangen wir mal ganz banal an. Was ist denn ein Stadtklimatologe? Ich fange vielleicht mit dem Tätigkeitsgebiet an, weil es das einfach am besten zum Ausdruck bringt, was ich also mache. Wenn man sich Städte anschaut, haben alle klimatologische Herausforderungen, kann von Starkregen bis zur Hitze gehen. Und es gibt aber selten wen, der sich wirklich im Detail dann mit diesen Sachen auseinandersetzt. Das kann für die Bewusstseinsbildung sein, dass man sich einfach die zur Verfügung stehenden Daten ansieht, Temperatur, Zeitserien, mal schaut, welche gibt es denn überhaupt für meine Gemeinde, wie weit kann ich damit zurückgehen, wie waren die Temperaturtrends bei uns wirklich, sich diese Grundlagen einfach mal alle anschauen und auch tatsächlich darstellen. Und auch immer wieder, wenn es dann Ereignisse gibt, neu auswerten können und sagen, ja, das war wirklich ungewöhnlich.
Ja. Man Situationen gehabt zu Silvester, wo es Temperaturen wie im März oder April gehabt hat. Und das ist natürlich schon, wenn man das dann direkt aufzeigen kann, ganz was anderes. Also wir haben einfach gesagt, ja, es war halt warm zu Silvester. Darüber hinaus gibt es Instrumente, die Stadt hat, das mit Herausforderungen umgeht. Betrifft dann für Fälle Bebauungspläne, Flächenwidmungen. Und das sind Dinge, wo in der Stadt Linz zum Beispiel jetzt Stellungnahmen angefragt werden von der Stadtklimatologie. Das heißt, es kommt wer und sagt, ich möchte einen Bebauungsplan ändern. Salopp gesagt, höher bauen, mehr versiegeln zum Beispiel. Und seit 4 Jahren, seit Mitte 2020, gibt es da jetzt diese Stellungnahmen, wo man sich die Projekte anschaut, die Vorhaben, und Empfehlungen ableitet, wie man das eine möglichst klimasensible Entwicklung da gewährleisten kann. Wir sind über das hinaus auch bei anderen Stadtentwicklungsprozessen dabei. Wobei da jetzt differenzieren muss, wir sind eine andere Abteilung als die Stadtplanung. Werden aber eben in diese Verfahren dann auch von der mit eingebunden. Und eine große Rolle spielt auch die interne Bewusstseinsbildung, die Strategieentwicklung. Man soll sich nicht von Einzelprojekt zu Einzelprojekt handeln, wenn es um diesen Umgang mit den Auswirkungen vom Klimawandel angeht, sondern möglichst auf einer Ebene, die eine Gesamtsicht hat. Weil es ist eine Querschnittsmaterie, es sind sehr viele verschiedene Bereiche einfach betroffen von dieser Thematik und die muss man irgendwie zusammenbringen. Die wissen großteils eh sehr genau, was es braucht. Und wenn man dann einfach nur ein bisschen vernetzt oder schaut, wie verschiedene Auswirkungen eingeschätzt werden von diesen Stakeholder, kann man das alles in einer Strategie einfach insgesamt dann zusammenfassen. Wahnsinn, weil genau sowas hat Ilonka Horvath vorhin in ihrem Beitrag auch angemerkt, eben dieses Gesundheit und Klimakrise als Querschnittsthema, als Policy, die überall mit reinspielt. Und wir haben in unserer Einleitung dann auch angeteasert, es wird zunehmend wärmer und vor allem auch in Städte. Jetzt ist natürlich meine Frage, wenn du genau das untersuchst, stimmt diese wahrgenommene Behauptung von mir, dass es wärmer wird und in Städten noch einmal wärmer als im grünen Umland? Die Wahrnehmung stimmt, untersucht und wissen, dass grundsätzlich in Städten wärmer ist als im Umland. Das hat im 19. Jahrhundert, glaube ich, hat es da die ersten Untersuchungen dazu gegeben. Hat man sich anhand von London mal angeschaut und weiß man inzwischen natürlich, dass das der städtische Hitzeinseleffekt ist. Der ist ein bisschen differenzierter als jetzt kurz gesagt, den kann man sich auf verschiedene Ebenen anschauen, sogar unterm Grund gibt es eine gewisse Überwärmung im Vergleich zum Umland. Aber das, wo wir meistens sprechen, wenn wir den meinen, das ist so in dem Raum, wo wir uns fortbewegen. Und da drückt das subjektive Gefühl, nee, das ist wärmer als im Umland. Was man meistens nicht so am Schirm hat, ist, dass die Überwärmung in der Nacht am stärksten ausgeprägt ist. Also es ist auch tagsüber, kann man Unterschiede feststellen. Aber gerade in der Nacht speichern alle diese künstlichen Materialien in der Stadt die Wärme, die durch die Sonne eingekoppelt wird, einfach sehr gut. Und das fungiert dann tagsüber ein bisschen wie eine Flächenheizung. Das heißt, wo ich viel versiegelte Oberflächen habe, viel Gebäudewände, die südexponiert oder sonnenexponierte Fassaden haben, habe ich entsprechend höhere Temperaturen. Aber richtig zur Geltung kommt das in der Nacht, wenn die Wärme, die sie gespeichert haben, dann auch wieder abgeben an die Umgebung. Und im Linzer Stadtgebiet haben wir da in ländlichere Stadtteile zum Beispiel 5 Tropennächte gemessen und im stark versiegelten innerstädtischen Bereich dann bis zu 19. Das ist ein Faktor 4 Unterschied. Und ob ich jetzt 5 Tage oder 5 Nächte nicht gut schlafe oder 20 in die Sommermonate, das macht schon einen riesen Unterschied, ja. Also magst du bitte mal Tropennacht definieren? Wie viel Grad muss es denn da in der Nacht haben, um als Tropennacht zu gelten? Tropennacht ist, wenn in der Nacht die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad Celsius fällt. Das ist so die Schwelle, wo man sagt, ab da ist der Schlaf dann auch nicht mehr erholsam. Und das ist dann natürlich auch wieder relevant für gesundheitliche Beschwerden. Richtig, genau. Und was kann man jetzt tun? Also diese Hitzeinseln, hast du gesagt, entstehen durch versiegelte Bodenflächen, eben durch Fläche, wo sich die Stadt aufheizen kann. Was kann man tun? Man kann ja nicht alles abreißen, aber wie vorgehen? Das zeigt natürlich eine große Herausforderung in Städten auf. Es gibt verschiedene Nutzungsinteressen. Man wird nicht alles entsiegeln können. Plätze werden vielfältig genutzt. Es gibt Veranstaltungen, es gibt da verschiedene Mobilitätsinteressen, die aufeinander prallen. Und im Sinne einer Vorbereitung auf ein kommendes Klima ist natürlich auch die Herausforderung, dass man Platz für Anpassungsmaßnahmen findet. Und ein Hinweis ist da auch schon der städtische Hitzeinseleffekt selbst. Im Umland ist es ja kühler, weil ich weniger von diesen künstlichen Oberflächen habe. Das heißt, Grünflächen sind da ein ganz zentraler Teil, der diese städtische Struktur ein bisschen aufbrechen kann und eben eine Linderung verschaffen kann von diesem Hitzeinseleffekt. Große Wichtigkeit kommt auch Bäumen zu, die einerseits natürlich vollkommen klar einen Schattenwurf haben. Das heißt, die Oberflächen heizen sich dann dort auch nicht mehr so stark auf.
Aber sie kühlen auch aktiv über Evapotranspiration, heißt es. Das heißt, so feine Wassertröpfchen auf dem Blatt, die verdunsten und über das dann die Luft ein bisschen aktiv tatsächlich kühlen. Jetzt ist es natürlich ein eher langfristiges Unterfangen, einen Baum zu pflanzen. Was gibt es denn für Best-Practice-Beispiele, an die du dich erinnerst, oder Maßnahmen, die sehr schnell wirken? Ich würde da tatsächlich sagen, dass Baumpflanzungen jetzt gar nicht so die schlechte Alternative da sind. Es ist richtig, ein Baum, bis er die Wirkung hat, die wir wollen, das dauert um die 30 Jahre. Was aber umso mehr eigentlich heißt, dass wir die Bäume, die wir in Zukunft brauchen, eigentlich jetzt setzen müssen. Also wir hätten schon gestern anfangen müssen damit. In Linz gibt es da die Baumoffensive, wo Jahr für Jahr im Prinzip ein neuer Stadtteil angegangen wird und man genau das macht. Natürlich kann man Anpassung auch in andere Bereiche betreiben. Faktor ist zum Beispiel auch öffentlich zugängliches Trinkwasser während Hitzephasen. Mhm. Sprich, wenn ich Trinkbrunnen entlang strategisch überlegter Standpunkte aufstelle, wo ich weiß, da bewegen sich viele Personen fort, kann ich da auch schon einiges erreichen. Oder eben verschattete Sitzgelegenheiten, Bushaltestellen, das sind so kleine Maßnahmen, die man setzen kann. Das muss kein Baum sein, können auch technische Maßnahmen sein. Überall in der Stadt kann man leider auch keinen Baum pflanzen. Wir haben die Nutzungsinteressen vorher schon angesprochen, aber auch unter der Straße, unter der Oberfläche habe ich vielfältige Infrastruktur von Stromleitungen, Kanalisation, Fernwärme. Da muss ich auch mal erst einen Platz finden. Und manchmal, man muss jeden Ort für sich anschauen und dann den optimalen Mix an Maßnahmen für den einfach finden. Was wären alternative Maßnahmen? Also Fassadenbegrünung ist ja etwas, das immer wieder auch in diesen Kontext fällt. Richtig. Wir empfehlen Fassadenbegrünung sehr gezielt, bei stark südexponierte Fassaden zum Beispiel, wo es eventuell schwieriger ist, dass man Bäume unterbringen kann. Unsere Fassade hat die Eigenheit, dass, kann man sich intuitiv gut vorstellen, umso näher ich dran bin, umso mehr Wirkung hat die natürlich. Das heißt, vom Stadtklimatologischen her kann ich aufwerten, wenn ich Aufenthaltsbereiche in der Nähe dieser Fassade schaffe. Das wird auch nicht immer möglich sein. Drum schauen wir, dass wir das Ziel genau dann auch einsetzen. Ich kann aber zum Beispiel auch Wasserspiele etablieren auf einem Platz. Man kennt es auch selber, wenn man, wenn es heiß ist, ein bisschen die Füße ins Wasser hält oder sie ein bisschen befeuchtet, Wasser aufsprüht, hat man auch wieder diese Verdunstungskälte. Also es kann auch immense Vorteile schon verschaffen. Aber irgendwelche schattenspendenden Maßnahmen, wenn ich irgendwo einen Aufenthaltsraum schaffen will, die brauche ich dann einfach. Eine große Herausforderung, und das hat auch die Ilonka Horvath vorhin angesprochen, ist natürlich die Mobilität, beziehungsweise wie wir uns begegnen und wie wir uns im öffentlichen Raum begegnen. Was gibt's da aus Stadtplanungssicht oder als Perspektive, dass man es eben lebenswert wieder macht, die Stadt, in diesem schwierigen Thema der Mobilität denn für Ansätze, um da ein bisschen was zu erzielen? Ich kann es nicht aus Stadtplanungssicht sagen, aus stadtklimatologischer allerdings, ist für uns einfach eine Lösung, dass man Platz braucht. Das ist einmal das Erste. Wo der Platz herkommt, man kann sich die Aufteilung vom Straßenraum anschauen und da wird man relativ bald feststellen, dass man sehr viel Platz braucht für einen motorisierten Individualverkehr. Da meine ich jetzt gar nicht unbedingt, wenn man im Auto unterwegs ist, sondern auch die Parkstreifen. Oft hat man vier Spuren, zwei Parkstreifen, zwei Richtungsfahrbahnen. Und jetzt, wenn man sich natürlich vorstellt, wenn man weniger motorisierten Individualverkehr in der Stadt hat, dann gewinne ich da einfach auch Flächen, weil ich einfach nicht mehr so viel für Parkflächen zurückhalten muss. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Auffassungen, ob das so sein muss oder nicht oder ob es nicht andere Wege gibt. Fakt ist aber, dass ein Baum Platz braucht. Fakt ist, dass Sitzgelegenheiten verschattete auch Platz brauchen. Trinkbrunnen brauchen auch Platz. Und hochwertiger öffentlicher Raum, man kennt es, aber Mobilität macht auch einen gewissen Lärm. Spielt für das natürlich auch mit rein. Und von dem her ist für uns jetzt auch nicht die Lösung, dass alle Autos durch E-Autos ersetzt werden, weil das löst das Platzproblem nicht. Das ist einfach eine Abwägungsfrage, wo man die Prioritäten setzt. Und wir können nur sagen, wenn man anpassen will an den Klimawandel, dann braucht man da den notwendigen Platz dafür. Vielen Dank fürs Dasein. Danke. Das ist natürlich immer eine dieser großen Fragen, wenn es um die Stadtplanung geht. Wem gehört die Stadt? Wer hat in der Stadt Platz? Wem gehört der Platz? Und Leute wie Johannes Horak weisen sicher nicht nur an dieser Stelle darauf hin, dass das eine wichtige Frage ist, sondern werden das wirklich zur Grundlage machen von vielen Entscheidungen,
die sie beratend beeinflussen können. Und natürlich einer der Hauptkonkurrenten des Menschen ist das Auto. Und das Buch, Carmen, das du gelesen hast von Katja Diehl, Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt, geht dieses Thema an. Ich habe es auch gelesen, das Buch, in einer sehr sympathischen, pragmatischen Art und Weise. Ja, genau. Also ich betone es immer wieder, ich liebe es, wenn in Büchern betroffenen Perspektiven mitgenommen werden. Und so auch bei Katja Diehl, also das ist mal der erste Punkt, den ich hervorheben möchte. Sie zeigt wahnsinnig viele Perspektiven auf und vor allem auch marginalisierte Perspektiven. People of Color, Menschen, queere Menschen, wie geht es denen im Verkehr? Und ich muss zugeben, daran habe ich noch nie gedacht, bevor ich dieses Buch gelesen habe. Mir war bewusst, Menschen mit Behinderungen haben natürlich Herausforderungen im Verkehr, in der Mobilität, im öffentlichen Raum. Aber dass es eben auch im Zusammenhang mit Diskriminierung für People of Color, für queere Menschen, da ganz viel Ausgrenzung im Bereich der Mobilität gibt, war neu für mich. Und ich finde das aber einen wichtigen Punkt, den sie in ihrem Buch auch hervorhebt. Mir ist an dieser Stelle aufgefallen, sie schreibt, dass der öffentliche Verkehr für bestimmte Personen, die diskriminiert werden, einfach nicht so entspannt ist wie Menschen, die diese Diskriminierung nicht erleben und dass diese Menschen deswegen den öffentlichen Verkehr meiden. Und in einer Gesellschaft, wo Diskriminierung nicht stattfindet und der öffentliche Verkehr entspannter ist oder freier ist für alle, hat er natürlich auch mehr Chancen genutzt zu werden. Und das ist jetzt nicht nur für diese Personengruppe gut, sondern es ist auch für uns aus ökologischer Sicht oder wenn es um Platz in der Stadt geht, wichtig. Auch für mich war das ein überraschendes Argument und das Buch ist voller Perspektivenwechsel und immer mal wieder Dinge, genauso wie du sagst, an die man selber gar nicht gedacht hat. Genau, und neben dem Perspektivenwechsel schafft sie auch immer wieder den Blick in die Vergangenheit. Also sie schaut nicht nur, was ist der Status quo, wo stehen wir, sondern sie macht so eine Genese, wie sind wir denn eigentlich zu diesem Status quo gekommen? Wie hat denn das alles eigentlich begonnen? Und gerade bei der Platzfrage, bevor es Autos gab, gab es nicht wirklich große Straßen. Die Gefährte, die es gab, waren viel langsamer, Stichwort Kutschen. Und damit waren Shared Spaces, also gemeinsam geteilte öffentliche Räume, natürlich die Norm. Bis dann die Autos kamen und bis die Autos dann immer schneller wurden und bis es dann irgendwann zu gefährlichen Unfällen zwischen Autos und Fußgängerinnen gekommen ist und bis dann erste Gesetze kamen, die dann irgendwie die Fußgänger und alle Nicht-AutofahrerInnen an den Rand gedrängt haben, zu ihrer eigenen Sicherheit, versteht sich. Mhm. Diese historische Perspektive ist ganz besonders spannend in dem Buch. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass dieses Buch nicht eine ökonomische Kritik der Automobilindustrie ist. Sonst ganz im Gegenteil, sie argumentiert an einer Stelle, macht doch mehr Fußgängerzonen, das gibt beim Umsatz ein Plus von 216%, haben wir in dieser oder jener Stadt gemessen. Also es ist sehr verankert im Status quo, das kann man jetzt positiv sehen, weil die Argumente funktionieren dann wirklich bei der Innenstadtgenossenschaft. Man kann es natürlich auch ein bisschen kritisch sehen, dass sie hinterfragt nicht die Dynamiken hinter der Automobilindustrie und diese Machtmechanismen. Genau, das ist natürlich immer schwierig und da reißt es mich selbst immer so hin und her zwischen Idealismus und Utopien und wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich das System auf den Kopf stellen und der pragmatischen Realität, ja nur, aber wenn ich was erreichen will, wie komme ich denn in kleinen Schritten zum Ziel? Und ich glaube, Autokorrektur ist eine Handlungsanleitung der kleinen Schritte. Sie schreibt an einer Stelle, und da frage ich vielleicht dich, was du da meinst, wäre es nicht schön, wenn wir eine 15-Minuten-Stadt hätten, wo alles in 15 Minuten erreichbar wäre? Carmen, willst du in einer 15-Minuten-Stadt wohnen? Ist Salzburg nicht eine 15-Minuten-Stadt? Einerseits, mir geht es ähnlich. Einerseits finde ich das wunderbar, wenn Arbeiten, Leben, Konsumieren wirklich kompakt ist. Andererseits trifft man dann ja immer dieselben Leute. Ja, ich auch hier wieder bin ich sehr unentschlossen, wie du sagst, und man will ja auch mal einen Perspektivenwechsel haben, aber ich bin auch ein sehr fauler Mensch. Und für meine Grundbedürfnisse, das alles in 15 Minuten Reichweite zu haben, ist schon verlockend, aber ich will dann auch eine super gute öffentliche Verkehrsanbindung
an Sachen, die mich unterhalten und die dürfen dann auch weiter weg sein. Ich glaube, Katja Thiel, wenn sie uns jetzt zuhört, würde sagen, ja Carmen, kannst du genau haben. Niemand sagt, wenn wir 15 Minuten Städte bauen, dass man aus diesen Städten nicht mehr raus darf. Wahrscheinlich ist einfach die Grundversorgung in einem bestimmten Radius zu gewährleisten und Grundversorgung etwas breiter angelegt und breiter zu verstehen. Aber natürlich kann man auch an andere Orte fahren. Wahrscheinlich würde sie sagen, macht euch da keine Sorgen. Und jetzt wieder mit dem Versuch, andere Perspektiven einzunehmen. Mein größtes Problem sind meine Katzen. Gut, die stören mich im Alltag nicht. Aber wenn ich jetzt eine alleinerziehende Mutter bin oder eine gehbehinderte Person oder eine ältere Person, die eh schon Zeitmanagement-Schwierigkeiten hat mit Blick auf die alleinerziehende Mutter oder Schwierigkeiten in der Mobilität hat, ist eigentlich so eine 15-Minuten-Stadt auch ein Weg, um die Menschen wieder in die Stadt zu bringen. Also wir haben ja auch das große Problem der Einsamkeit bei SeniorInnen. Und ich glaube, da wäre so eine 15-Minuten-Stadt schon etwas, dass das wirklich auflösen könnte. Und das haben wir auch in den Gesprächen gehört zur Stadtplanung, dass gerade SeniorInnen oft in ihre Wohnungen gedrängt werden, weil sie eigentlich keine gute Anbindung mehr haben. Sind nicht Dörfer 15-Minuten-Städte? Und ist das jetzt nicht dann eine kleine Warnung, dass in 15 Minuten Dörfern zu wenig Angebot ist, sodass dieses Angebot nicht überlebt hat? Ja, du sagst es, Dörfer waren vielleicht mal 15 Minuten Städte, aber eben durch die große Abwanderung und was halt so in den ländlichen Regionen passiert. Grund. Du meinst, okay. Bauen wir lauter 15 Minuten Städte, bauen wir Dörfer des Jahres 1974. Die Dörfer des Jahres 1974 sind in der Konkurrenz zu größeren Einkaufsstraßen, am Anfang Fußgängerzonen, Shoppingcentern unter die Räder geraten. Wir müssen die Großstädte verbieten und das ist wieder das, was wir vielleicht gar nicht wollen. Na und Großstädte können wir nicht verbieten, weil die Klimakrise steht immer noch vor der Tür und unsere Bevölkerungsstrukturen werden sich sowieso ändern. Wir brauchen 15 Minuten Stadtteile. Genau, wir brauchen 15 Minuten Stadtteile. Und große Städte, die trotzdem guten, lebenswerten Wohnraum für viele Menschen schaffen können. Aber ich glaube, wir zerdenken uns da jetzt auch ein bisschen. Es geht einfach darum, dass wir Menschen in möglichst guter Reichweite auch krank zum Arzt kommen, ohne große Probleme, auch mit einem gebrochenen Fuß unser Essen bekommen und dass wir die Kinder guten Gewissens ab einem gewissen Alter, keine Ahnung, was da so gerade der Stand der Dinge ist, allein mit dem Bus in die Schule schicken können. Genau unser Gespräch, glaube ich, ist das, was ein Hinweis darauf ist, was das Schöne ist an diesem Buch. Man ist permanent konfrontiert mit neuen, scheinbar kleinen Ideen. Im Kontext des Buches kleine Ideen, aber große Ideen sind und bei denen das Hirn zu rasseln anfängt, wo man denkt, ah, das mag ich, sich dann aber denkt, mag ich das eigentlich wirklich? Und so wird es spannend und so gibt es viel Stoff für Diskussionen und für Inspiration. Aber Carmen, ich habe zum Schluss dann noch eine Frage. Oje, was kommt jetzt? Carmen, was war das mit deinen Katzen, die du vorher erwähnt hast? Was hat das mit deinen Katzen zu tun? Erstens rede ich sehr gern über meine Katzen. Und es gibt eigentlich kein zweites. Ich wollte nur erwähnen, dass ich zwei Katzen habe und das... Warum hast du das bei der KI nicht erwähnt? Naja, solange ich keine KI habe, die meine Katzen automatisch füttert und ihr Katzenklo reinigt. Es wäre gegangen, reinigt, wie du siehst. Es wäre gegangen, aber es gibt ja auch diese Automaten, aber ich traue ihnen nicht. Okay. Aber... Okay. Vielleicht könnten meine Katzen in einer 15-Minuten-Stadt dann auch wieder Outdoor-Katzen werden, denn gerade sind sie Hauskatzen, weil Stadt, Autos, Problem. Also insofern haben die Katzen jegliche Berechtigung, in diesem Podcast zu sein. Wie heißen deine Katzen? Das sind Flux und Salome Alt. Ach Gott. Okay, für die, die nicht aus Salzburg sind, da ist zumindest ein Bezug zur Salzburger Lokalgeschichte, der sehr unmoralisch ist. Aber trotzdem auch irgendwie unterhaltsam. In diesem Sinne, lieber Stefan, was unterhält uns denn in 2 Wochen? In 2 Wochen geht es bei uns um künstliche Intelligenz und wir werden schauen, ob Katzen eine große Rolle spielen werden. Christian Gänzl ist bei uns zu Gast. Christian Gänzl ist Filmjournalist und Filmemacher und er hat sich für uns angesehen, wie haben wir denn über die KI nachgedacht. Welche Bilder von KI haben wir uns im Film gemacht, bevor es ChatGPT gegeben hat? Was waren da früher unsere Ängste? Und wir können dann überlegen, wie kontrastiert das zu dem, wie die KI jetzt in unser aller Leben eintritt. Ja, ich freue mich schon drauf. Danke fürs Gespräch. Gruß an deine Katzen. Richtig aus.
Wie jetzt, wie morgen? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen.